is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Atem der Seele. Betet ohne Unterlass. Das Gebet ist der Atem der Seele, der Kanal aller Segnungen. Wenn die reumütige Seele ihr Gebet darbringt, sieht Gott ihre Kämpfe, beobachtet ihre Konflikte und bemerkt ihre Aufrichtigkeit. Er hat seine Finger auf den Puls der Seele, sodass ihm kein Pulsschlag entgeht. Kein Gefühl, von dem die Seele in Spannung versetzt wird, keine Regung, die sie bewegt, keine Sorge, die sie überschattet, keine Sünde, die sie beschmutzt. Kein Gedanke oder Vorsatz, der sie motiviert, entgeht seiner Aufmerksamkeit. Diese Seele ist zu einem unendlich hohen Preis erkauft worden und wird mit unveränderlicher Hingabe geliebt. Das Gebet zum großen Arzt um Heilung der Seele bringt den Segen Gottes herab. Das Gebet vereint uns miteinander und mit Gott. Das Gebet bringt uns Jesus an die Seite und gibt uns neue Kraft. Es vermittelt der verwirrten und erschöpften Seele neue Gnade. Unser Retter, Christus, wurde in allem versucht wie wir. Und doch war er ohne Sünde. Er nahm menschliche Natur an und wurde in seiner Gestalt als Mensch gemacht. Seine Bedürfnisse waren die eines Menschen. Er hatte körperliche Bedürfnisse, die zu stillen waren. Er fühlte körperliche Müdigkeit und Belastungen, von denen er entspannen musste. Durch das Gebet, das Gespräch mit seinem Vater, wurde er für die Pflichterfüllung und die Anfechtungen ausgerüstet. Tag um Tag erfüllte er seine Alltagspflichten und suchte Seelen zu retten. Und er verbrachte ganze Nächte im Gebet für Menschen, die versucht und geprüft wurden. Die nächtlichen Gebetsstunden, die der Heiland in den Bergen oder in der Wüste zubrachte, waren wesentlich, um ihn auf die Prüfungen der folgenden Tage vorzubereiten. Er spürte, wie nötig er eine Erfrischung und Stärkung an Seele und Leib brauchte, um den Versuchungen Satans widerstehen zu können. Alle, die danach streben, sein Leben zu leben, werden dasselbe Bedürfnis verspüren. Er sagt uns, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Nur Christus kann uns befähigen zu antworten, wenn er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das bedeutet, dass das eigene Ich verleugnet werden muss. Christus kann uns die edle Entschlusskraft geben, den Willen zu leiden und die Schlachten des Herrn mit ausdauernder Energie zu schlagen. Der Schwächste kann durch die Hilfe der Gnade Gottes so stark sein, dass er mehr als Überwinder ist. The Lord is coming. Are you ready?